Ja, ein weiterer Beitrag aus der Reihe Basics. Möhren oder, wie man hier in Norddeutschland sagt, Wurzeln, schälen und in Scheiben schneiden. Dazu ein schöner kleiner Sparschäler. Das ist relativ einfach. Schön hin und her. Simsalabim, die Schale ist ab. Und wenn wir das Ganze in Scheiben schneiden wollen, dann müssen wir einmal das Ende sauber abschneiden. Das wird verworfen. Und dann, je nachdem, wie dick die Scheiben werden sollen, kann man die hier einfach der Reihe nach abschneiden. Und den Strunk verwerfen wir. Wurzeln klein schnitten.